Kapitel 8. Audienz des Kaisers. Die Nacht war hereingebrochen. Stille herrschte über das Land, während der Mondlicht spendete, welches den Schatten ihren Tanz ermöglichte. Nicht weit von Kiratown, in den Weiten der Bäume des Waldes, bewegte sich vorsichtig eine Gestalt. Warum muss ich diese Scheiße machen? Er kann mich doch nicht in die Nähe dieser Scheißstadt schicken, nachdem ich mich gerade erst offenbaren musste. Was, wenn wer mich sieht? Ein Rascheln. Instinktiv, auch etwas paranoid, duckte sich das enttarnte Fossilteam Slash sofort weg und blickte sich um. Sein Meister hatte ihm eine neue Waffe versprochen, eine Art Wiedergutmachung für die erzwungene Enttarnung Amagagas. Hatte es aber nicht geschafft, lange genug davon zu kommen, um den Gegenstand irgendwo weiter von Kiratown entfernt, als im Wald des Polarsees zu verstecken. Und dann nicht einmal Bescheid zu sagen, wo genau. Offensichtlich war der Plotkaiser selber sehr optimistisch gewesen, da niemand irgendeinen Grund hätte, sich um so eine Zeit im Wald aufzuhalten. Aber Gaga konnte diese Zuversicht nicht teilen. Der Plotkaiser hatte sich immerhin nicht offenbaren müssen. Erneut ein Rascheln. Das konnte nicht der Wind sein. Und auch wusste Amagaga, dass diese Geräusche nicht jene waren, die er selber erzwungenermaßen produzierte. In Wahrheit war das Fossil zwar im Finsteren zwischen Büschen und Bäumen kaum sichtbar, doch es fühlte sich an, als wäre er inmitten eines Scheinwerferlichtes. Erst als Amagaga sich am Rande des Wassers wiederfand, an welchem die Polarlichter schwebten, den Ort in bunte Farben tauchten. Hier war der wahrscheinlichste Ort für ein Versteck. Und es fühlte sich sicherer an. Hier konnte sich Gefahr nicht verstecken. Was genau war nun hier? Es gab am See doch diesen einen Baum, dessen Fuß eine kleine Höhle beinhaltete. Es war alles andere als der geheimste Ort. Aber wenn es darum ging, dass ein Mitstreiter seinen Lohn Stunden nach dem Verstecken fand, dann wäre es mehr als genügend. Immer noch wachsam quetschte sich das Fossil also in die Höhle, deren Eingang für ihn beinahe zu klein war. Und tatsächlich, nur kurze Suche im Innern war vonnöten, bis Amagaga einen Beutel fand. Das war also die Waffe. Ein Kraut, selten und eigentlich heimisch in Kasonien. Und eines, wessen Saft großen chemischen Nutzen brachte. Damit könnte er bestimmt viele neue Tränke brodeln. Zufrieden quetschte sich der Eindringling wieder aus der Höhle und hielt inne. Waren es gerade Augen in der Dunkelheit gewesen? Seine Augen mussten ihm schon Streiche spielen. Am besten verschwand er ganz schnell wieder. So schnell wie möglich aus dem Wald, damit er sich endlich wieder sicher fühlen konnte. Allerdings war dies der Moment, an welchem sich die Wahrheit seiner Zweifel aufzeigte. Ein Schwertstreich verfehlte das Fossil um Zentimeter und wie aus dem Nichts erhob sich sein eigener Schatten, geworfen vom Mond, aus dem Boden und stellte sich schaurig gegenüber seines echten Selbst auf. Keine Sorge, er ist ganz lieb und würde niemanden verletzen, solange ich ihm nicht den Befehl dafür gebe. Angsterfüllt drehte Amagaga sich um, als ein Zoroark mit glühenden Augen aus dem Gebüsch trat. Er war also tatsächlich verfolgt worden. Was? Willst du von mir? Willst du dich rächen? Oh nein! Ich habe nicht vor dir etwas zu tun! Insofern du kooperierst! Wir wissen beide, wer von uns stärker ist! Und glaube mir! Schreien hört dich hier auch niemand! Dann, was willst du von mir? Was soll ich tun? Willst du Informationen?
Sagen wir mal, indirekt ja. Ich möchte definitiv Informationen haben. Allerdings bezweifle ich die Seriosität, die du als Quelle hast, doch enorm. Nein, ich brauche nur einen kleinen Gefallen von dir, Amagaga. Eine dramatische Pause folgte. Geh zu deinem Meister, dem Plotkaiser, und sorge dafür, dass er mich trifft, um mir die Infos zu geben, die ich brauche. Ich werde ihn erwarten, wenn wieder Mitternacht ist. Hier, am See. Aber ich... Amagagas Schatten rührte sich bei diesen Worten und ließen das Original zurückschrecken. Höre ich da? Aber? Was ist es denn, dein Aber? Ich mach's ja. Ich gehe sofort zu ihm und sag ihm, er solle kommen, aber... Ich weiß nicht, ob ich ihn davon überzeugen kann, aufzutauchen. Was, wenn er nicht in deine Falle gehen will? Nun, erstens habe ich nicht vor, ihm eine solche zu stellen. Andererseits wäre es dein Problem, wenn er nicht kommt. Ich habe lange genug auf diese Gelegenheit gewartet, Fossil. Und wenn ich den Plotkaiser immer noch nicht treffen kann, dann werde ich sauer. Und glaub mir, wenn ich sauer bin, wirst du derjenige sein, der es zu spüren bekommt. Du kannst dich nicht verstecken. Ich werde dich immer finden. Überall. Überzeuge deinen Meister lieber. Denn wenn ich ihn nicht spätestens 10 Minuten nach Mitternacht antreffe, dann wird Sicherheit ein Wort sein, welches du im Leben nicht mehr benutzen wirst. Und ich werde nicht so zuvorkommend sein wie heute. Wie im Nichts verschwand der Schatten Amagagas, welcher die Chance sofort nutzte, um den freien Weg zur Flucht zu nutzen. Dass ein wortwörtlicher Fels überhaupt so schnell rennen konnte, wie es Amagaga hier tat. Das würde den Job tun. Epsilon war sich sicher, dass sich Amagaga nicht trauen würde, sich ihrem Wort zu widersetzen. Und falls doch, das Fossil sollte ja nicht glauben, dass die Drohungen bloß leere Worte gewesen waren. So verging die Nacht. Ein neuer Tag kam und ging. So, dass der Mond schon bald darauf wieder hoch am Himmel stand. Gerade hatte die Uhr 0 geschlagen. Ein neuer Tag hatte begonnen. Und Epsilon wartete am Ufer des Polarsees. Amagagas Uhr war am Ticken. Trotzdem war das Sorok entspannt. Falls noch jemand auftauchte, ihr Gewinn. Falls nicht, Amagagas Verlust. Aber sie war ohnehin optimistisch. Mit Recht. So treffen wir uns also. Allem Anschein nach. Ich sehe, dein Anhängsel hat seine Aufgabe erfüllt. Nicht, dass er eine Wahl gehabt hätte. Das sind die Methoden, auf die du bereit bist, zurückzugreifen. Ich stehe zu denen, die zu mir stehen. Also, was willst du? Einen Kampf? Versuchen, mich zu bezwingen? Stellst du dich dem Plot selber? Du weißt nicht, womit du es hier versuchst aufzunehmen, Epsilon. Oh, das denkst du? Ich weiß vieles. Nahezu alles. Das Einzige, was mir fehlt, ist das Wissen darüber, weshalb du diese Kraft und Rolle angenommen hast. Du hast keine Grundlage, wahrlich etwas über mich zu wissen. Und mich verstehen kannst du ohnehin nicht. Weshalb bist du so versessen darauf, mich zu stürzen? Was habe ich dir denn getan? Frag doch den Autor,
was genau er dir wahrlich dargeboten hat. Der Plot-Kaiser. Die Rüstung identisch zu jener, welche Epsilon einst besaß, schrak zurück. Du, woher kennst du diesen Begriff? Was weißt du über den Autor? Nun, ich bin nicht sicher, was für Informationen dir dein Lakai alles gegeben hat. Aber ich bin wie du. Ich war einst du. Ich war selber Plotkaiserin. Kraft gespendet vom Autor. Auf der Suche nach Gerechtigkeit. Welche die Pokémon nie wollten. Bis ich herausfinden musste, dass der Autor mich angelogen hat. Er hatte nie gewollt, dass ich siege. Ich war für ihn nur ein Werkzeug. Eine Prüfung an die Welt, in der ich lebte. Nein, nicht einmal das. Ich war nur ein kleiner Teil seiner Prüfung. Soll es also wirklich wahr sein? Und doch wäre mir nicht klar, woher sonst du den Autor kennen würdest. Aber diese Drohungen von der Lüge des Autors interessieren mich nicht. Du weißt nicht, wofür ich stehe. Für Gerechtigkeit. Den Fall der Sünder. Eine Welt im wahren Frieden. Frei von jenen, die die Ideale des Glückes beschmutzten. Ich glaube, wir missverstehen uns gerade. Mir liegt nichts daran, dir zu drohen. Glaube mir. Ich verstehe deine Ideen. Denn sie sind, was ich auch wollte. Ein Frieden. Frei von jenen, die ihn zerstören würden. Was ich von dir will, ist nicht mehr und nicht weniger als Zusammenarbeit. Du und ich, Plotkaiser, wir sind uns ähnlich. Nur dass ich bereits weiß, wodurch der Weg zum Frieden scheitern könnte. Zusammenarbeit. Das war das genaue Gegenteil von allem, was der Plotkaiser über seine neueste und gleichermaßen eigenartigste Feindin wusste. Was hatte sie denn bisher alles seit ihrer Ankunft getan, was nicht der Kampf in der Liga oder eine Kampfansage gegen ihn selber war? Wieso sollte ich dir nur ein Wort glauben, Fremde? Du behauptest in jedem Satz, dass du wärst wie ich. Doch gegenüber der Liga ist dein größtes Ziel mein Sturz. Nichts schien dich jemals mehr anzutreiben als mein Ende. Dies ist das Verhalten, das dich an mir stört? Bist du nicht selber bloß ein Pokémon, verkleidet unter einer Rüstung? Und so bin auch ich verkleidet. Verkleidet durch Worte. Und Versprechen. Ich weiß, wessen Vertrauen es braucht, um dem Ziel näher zu kommen. Ich weiß, wen ich auf meiner Seite haben will und wer mich auf seiner Seite glauben soll. Und all die Nachforschungen und Hinweise schienen mir nötig, um den Weg zu finden, mit dir selber zu sprechen. Und dafür streifst du durch die Nacht auf der Fährte meiner Mitstreiter und drohst ihnen mit dem Tod. Kooperieren sie nicht mit deinen Befehlen. Es war meine beste Möglichkeit. Amagaga hatte Kontakte, die ich bräuchte. Aber warum sollte er ohne Druck gehorchen? Ich schade ungern Unschuldigen, wenn es nicht notwendig ist. Aber ich schade Unschuldigen, wenn es ein notwendiger Schritt für den Frieden ist. Immer mehr Worte fielen in diesem Austausch. Doch immer noch war der Plotkaiser eindeutig nicht überzeugt.
Dann sage mir doch, was hätte ich für einen Grund, dir zu trauen? Woher kann ich wissen, dass du nicht jedes Wort, welches ich spreche, gegen mich verwenden wirst, es an die Liga leitest, dich daran ergötzt, meinen Geheimnissen näher zu kommen? Du willst einen Beweis! Ist es denn nicht Beweis genug, dass ich all mein Wissen über den Autor, über das reine Fundament dieser Welt für mich behalten habe? Gegenüber allen, die es wissen sollten, wenn ich denn gegen dich stünde? Dann sag mir, was soll ich tun? Lass mich in Ruhe. Mich und meine Anhänger. Wenn du wahrlich dasselbe Ziel verfolgst wie wir, dann versuche nicht, uns zu behindern. Der Plan hat ein großes Problem. Ich bin keine Zuschauerin. Ich werde nicht einfach da sitzen und nichts tun. Ich bin eine Friedenskämpferin, eine Plotkaiserin. Und als solche sehe ich zwei Optionen im Angesicht eines anderen Plotkaisers. Entweder kämpfen die beiden Kaiser zusammen, oder einer von ihnen muss verschwinden. Überlege es dir gut. Du willst mich nicht als Feindin haben. Gerade wenn du auch meine Hilfe bekommen könntest. Immer noch sprichst du Worte, die alle dasselbe bedeuten, aber keine Gründe, sondern nur Drohungen enthalten. Dein einziger Grund, weshalb ich dir trauen sollte, ist, dass du eine Wahrheit für dich behalten hast, welche dir ohnehin kein Pokémon glauben würde, welches nicht eingeweiht ist. Wir brauchen keine Hilfe und du könntest uns ohnehin nicht helfen. Denn derzeit gibt es eine andere Mission, welche der Autor mir und meinen Gefährten auftrug. Abseits vom Frieden selbst. Wie wäre es denn mit einem Deal? So sehr der Plotkaiser seinem Gegenüber misstraute, so nervig diese sich auch verhielt. Ihre Entschlossenheit war irgendwo bewundernswert. Ein Deal? Was für ein Deal denn? Ich beweise dir, dass ich auf deiner Seite stehe und beseitige alle Gründe für deinen Zweifel. Und sobald ich dies getan habe, arbeiten wir zusammen. Ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Nun endlich erhob sich Epsilon zum ersten Mal aus ihrer sitzenden Haltung. Immer du bist unter dieser Maske. Du machst einen Fehler. Einen großen Fehler, den einst eine ganze Welt machte, welcher ihr den Untergang bescherte. Du unterschätzt mich. Und du unterschätzt, was ich bereit bin zu tun. Mein Traum einer gerechten Welt ist so nah wie nie zuvor. Durch das Wissen, wie wir scheitern würden. Und die Existenz eines zweiten Kaisers mit der Kraft des Autors. Gemeinsam wären wir unaufhaltsam. Das sind wir ohne dich auch. Gut. Dann beweise ich dir, dass ihr mich braucht. Na dann. Wir werden uns wiedersehen. Bald. Eine letzte Sache noch, bevor ich gehe. Egal, was du vorhast. In der Zeit, bis ich dich überzeuge, mache niemals den Fehler, Polana Watra zu brechen. Brich den Willen des Fukano. Und du wirst brennen!